Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur vierten Vorstellung der Reihe Film und Gefängnis oder Gefängnis und Gesellschaft ist der Titel, aber es sind in Wahrheit Filme. Die Reihe findet statt in Kooperation mit dem Institut für Sozialforschung in Frankfurt und der Gruppe KNASS. Heute freue ich mich besonders, weil die Regisseurin des Films da ist, Tina Leisch. Ich habe den Film selber nicht gesehen, aber ich wollte ihn immer mal sehen, seit ihn, er lief 2008 auf der Viennale und ich kann mich gut erinnern, dass ein Freund von mir, der da hingefahren ist, ich ihn hinterher fragte, ob er was Tolles gesehen hat, das sagte er, ja, Gangster Girls. Und seitdem wollte ich den immer mal sehen, jetzt ist die Gelegenheit da. Es läuft eine Kopie, die noch nie im Kino gelaufen ist, die also völlig jungfräulich hier zur Vorführung kommt. Diese dürfte also einwandfrei sein. Das hat den Nachteil, dass sie keine Überblendzeichen hat. Die Überblendungen müssen also ein bisschen nach Gefühl gemacht werden. Das macht die Vorführerin Pramila Cianciana. Nach dem Film wird es ein Gespräch geben mit der Regisseurin, das Herr Lim führt. Der sitzt da in der Mitte. Herr Lim ist Soziologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Soziologischen Institut der Universität Gießen. Und er kennt sich gut aus, habe ich gehört, mit dem Thema Gefängnis und Gesellschaft. Und wenn Sie hinterher, es ist kein Gespräch zwischen den beiden, wenn Sie Fragen haben, dann gehe ich mit dem Mikrofon rum und alle Fragen, Kritik, Lob und so weiter können gestellt werden. Also jetzt erstmal viel Spaß mit dem Film. Ja, hallo, guten Abend, auch noch von meiner Seite und vor allen Dingen im Namen der Gruppe KNASS, Initiative für den Rückbau von Gefängnissen. Herzlich willkommen zu dem Filmgespräch jetzt. Der Film ist, Herr Günther hat das schon vorweggenommen vorhin eingangs, ist Teil einer kleinen Dokumentarfilmreihe, die wir in Kooperation eben mit dem Filmmuseum und auch mit dem Frankfurter Institut für Sozialforschung hier im Oktober jetzt zeigen. Die Reihe ist im Prinzip schon fast am Ende. Am Samstag gibt es nochmal einen abschließenden Beitrag, der Schauplatz da ist, dann nochmal die USA und es gibt im Anschluss an diesen Film dann nochmal ein kleines Podiumsgespräch. Man muss feste drücken, links. 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 Ein Podiumsgespräch und wir werden versuchen, also das ist zumindest mein aktueller Stand, das Filmgespräch, das leider sehr kurzfristig letzte Woche ausfallen musste, dorthin zu verlagern. Das ist zumindest die letzte Information von meiner Seite, was mir mitgeteilt wurde, ist aber noch nicht ganz sicher. Aber umso mehr freue ich mich, dass das Filmgespräch heute stattfinden kann und dass wir die Regisseurin des Films, Tina Leisch, einladen konnten. Herzlich willkommen auch nochmal, Tina Leisch, an Sie. Und bevor wir dieses Filmgespräch dann führen, zu dem Sie, zu dem ihr alle auch herzlich eingeladen seid, mitzudiskutieren, möchte ich Tina Leisch ganz kurz vorstellen. Tina Leisch bezeichnet sich selbst als Film-, als Text- und als Theaterarbeiterin. Das ist gut dokumentiert in zahlreichen Projekten. Ich möchte mal drei Filme nennen. Rocky Dalton, Erschießen wir die Nacht, ein Film von 2013 über den salvadorianischen Dichter Rocky Dalton. Von 2015 Nur die Toten kehren heim, ich glaube in Co-Regie mit einem Kollegen, ne, ein Film über den kurdischen Widerstand. Und schließlich 2016 Tanz und gib ihm, ein Film, der sich laut der Beschreibung sehr interessant anhört und in dem es um, ja, ich glaube, jugendliche Zukunftsvisionen geht, Träume geht von Jugendlichen, die mit ganz unterschiedlichen spezifischen Hintergründen so darüber reden und erzählen, was sie eigentlich mal werden wollen. Der Film hört sich sehr interessant an, von 2016. Vielleicht gibt es auch eine Gelegenheit, den auch mal hier zu zeigen. Zwei Theaterarbeiten möchte ich noch erwähnen. 11 Seelen für einen Ochsen. Das ist ein Theaterstück, das die NS-Zeit zum Thema hat, genauer genommen die Partisanengeschichte in Kärnten. Und zum zweiten Dreiskirchen, das Musical, ein Film, um dem es
ein europapolitisches Thema geht, nämlich um Geflüchtete, um europäische Migration. Und last but not least möchte ich noch auf eine Initiative aufmerksam machen, die Tina Leisch auch mit auf den Weg gebracht hat und die den Titel trägt Klappe auf. Klappe auf ist eine Initiative, ich glaube ursprünglich ausgehend der Wiener oder im weitesten Sinne österreichischen Filmszene, aber darüber hinaus auch, ja, wie soll man das sagen, im weitesten Sinne die politisch interessierte Kulturszene Wiens, so kann man das vielleicht sagen, und die auf, ja, was man wahrscheinlich überall in Europa beobachten kann, auf die Verschiebung sozusagen des ganzen politischen Koordinatensystems immer weiter nach rechts reagiert und dem einfach auch etwas entgegensetzen möchte und mit vielen Projekten, Film, Theater und so weiter und so fort, dann auch ganz klassisch politische Ausdrucksformen wie Demonstrationen immer donnerstags, glaube ich, in Wien, einfach auch in den politischen Raum hinein, auch genau dieser Entwicklung, die, glaube ich, sehr pointiert auch gerade in Wien zum Ausdruck kommt, etwas entgegenzusetzen. Ja, kommen wir zu dem Gespräch heute. Das ist, also ich könnte mir gut vorstellen, das ist eine ziemliche Herausforderung nach 10 Jahren. Der Film ist ja von 2008, also da sind ja schon eine ganze Reihe von Projekten, die dazwischen lagen, nochmal so mit Fragen, mit Überlegungen zu diesem Film konfrontiert zu werden. Und mein Vorschlag wäre, dass Sie einfach drauf losfragen können, Stellungnahmen kommunizieren können, wenn es die gibt. Und ansonsten hätte ich auch ein, zwei Fragen, die ich loswerden möchte, aber die ich gar nicht vorab stellen muss. Danke, hallo. Mich würde interessieren, falls Sie noch ein bisschen was darüber erzählen können, was Sie gemerkt haben bei der Theaterarbeit mit den Frauen, was es mit denen, also was es da für Entwicklungen gab, was es für die bedeutet hat, mitzumachen in so einem Theaterprojekt und was gerade ein Stück, was Sie selbst zum Teil improvisiert haben, aus Ihrer eigenen Geschichte heraus kreiert haben. Also das ist natürlich im Gefängnis ganz besonders speziell, also ja prinzipiell auch in anderen sozialen Kontexten Theaterprojekte gemacht in der Psychiatrie mit obdachlosen Männern und so. Und in dem Gefängnis ist es natürlich auch, weil das in dieser totalen Institution ja eigentlich zwei sehr repressive Systeme gibt für die Leute, die da drin sind. Zum einen diese totale Institution, die ja fast alles regelt, was man tun darf, wann man Zähne putzen darf, wann man was darf, und gleichzeitig von einem verlangt, dass man bereut, dass man irgendwie sich jetzt resozialisiert, dass man sich anständig benimmt, dass man keine Drogen mehr nimmt, dass man andere verrät. Und zum anderen ist mindestens ganz genauso stark dieser Druck der Häftlingssozietät, also der anderen, der Gruppe, in der man ist, die eigentlich genau das Gegenteil von einem verlangt. Also die Mitgefangenen verlangen, dass man Drogen reinschmuggelt, dass man niemanden verrät, dass man möglichst, je nach Delikt, aber wenn es ein cooles Delikt ist, dass man dazu steht, dass man ein cooler Gangster oder Gangsterin ist. Und in diesem Double Band, wo man eigentlich dauernd auf zwei extrem rigiden, man entkommt dem ja nicht. Also man ist immer, entweder muss man der Institution Rechenschaft ablegen und gehorchen oder man muss den Mitgefangenen irgendwie entsprechen, um dort zu überleben. Und in dieser Situation sind alles, was irgendwie Freiräume sind, die einen davon einen Moment lang frei spielen, und das ist einmal per Gesetz eigentlich nur die, also sozusagen die Seelsorge, das ist so ein Freiraum, also Priester und Priesterinnen dürfen da jederzeit rein und mit denen reden. Dann die Besucher, die auch je nachdem, wie man gerade ist, einmal in der Woche meistens sind. Und das war es schon, weil in Österreich ist es so, dass Gefangene den Anspruch haben auf eine Kulturveranstaltung im Vierteljahr. Und je nachdem, wie die Gefängnisse sind, kann, wenn man Pech hat, ist das halt, dass der zuständige Beamte einen Freund hat, der spielt Blasmusik, und dann lädt er einmal im Vierteljahr seine Freunde mit der Blasmusik ein, damit die da ein bisschen was verdienen. Und das war es dann mit der Kultur.
Und in so einem Setting ist natürlich eine Theatergruppe, und ich habe also von 2005 bis 2008 eigentlich 4 Jahre erst in dem Burschengefängnis, wo die Burschen her waren, und dann in dem Frauengefängnis Theater gemacht. Ein irrsinniger Freiraum, weil dort einfach mal diese Regeln, weder die der Institution völlig gelten, noch die der Mitgefangenen, man sich davon freispielen kann. Und auch das Theaterspielen ist, glaube ich, ganz besonders wichtig da, weil es sozusagen in diesem Zwang, also es zwingt einen ja die Institution dauernd dazu, mit Therapie und mit psychologischen Beratern und mit Sozialarbeitern, dass man sozusagen sich mit sich auseinandersetzt und bereut und überlegt, wer man ist, aber dauernd mit so einem erstens total narzisstischen Kränkung, du hast ein Problem, du bist falsch, du musst jetzt nachdenken, wie du richtig gehörst, und zweitens eben auch mit einer unlösbar in diesem Double Bind, weil ich habe zwei Systeme, die von mir genau das Gegenteil verlangen, und wo bin ich dann auch irgendwie? Und da ist halt Theaterspielen wirklich so ein Raum, wo man einfach spielerisch sich über das alles mal hinwegsetzen kann, weil es eben nur Theater ist. Und es war ganz signifikant, dass die jungen Frauen, am liebsten haben sie Beamtinnen gespielt, weil da können sie mal, also einfach auf die andere Seite gehen. Oder bei diesen Szenen, wenn es darum geht, dass eine gestohlen hat, dann war das eigentlich keine von den drei, die es gespielt hat, sondern die vierte, die als Scriptgirl neben mir gesessen ist, und dann haben sie das auch gespielt, um der zu zeigen, was sie für eine Idiotin ist. Also sozusagen, man kann da changieren, man kann sich mit den Dingen, die ein Problem sind, auseinandersetzen, man kann das spielerisch verarbeiten, aber man hat nicht diesen Zwang zur eigenen Identität und diese narzisstische Kränkung dabei. Und das, glaube ich, hat schon sehr tolle Effekte. Ob das jetzt nachhaltig für die Biografie der Leute ist, das kann dann gegen eine Drogensucht oder und die Art, wie unsere Gesellschaft damit umgeht, sowieso nicht an. Ja. Aber es ist zumindest im Moment einfach sehr befreiend und sehr, also glaube ich, sehr wichtig. Ja. Ich habe 3 Fragen. Die erste bezieht sich darauf, haben Sie auch überlegt, ein Projekt zu machen mit den Männern, also quasi Gangster Boys? Sie haben gesagt, Sie haben bei den Männern auch gearbeitet, bei den Jugendlichen. Das zweite wäre, hat sich eigentlich was getan im Bereich der Entlohnung? Wir wissen aus den USA und so weiter und so fort, dass dort ja auch die Leute nicht richtig bezahlt werden, in Gefängnissen arbeiten. Hat sich da in Österreich was zum Positiven verändert? Vielleicht weißt du das auch. Und das dritte wäre zum Strafmaß. Eine der ersten, die interviewt worden ist, hat gesagt, ja, ich habe diesen lächerlichen Diebstahl gemacht und habe da quasi 3 Jahre für bekommen. Ist diese Regelung, sind die noch ähnlich? Ich meine, man muss sich das natürlich den Fall immer genau angucken, das ist mir schon klar. Aber teilweise waren diese Strafen ja doch sehr drastisch. Also meines Wissens ist das in Deutschland ein klein bisschen anders, aber vielleicht können Sie mich darüber aufklären. Also das Erste, es war andersrum, ich habe angefangen mit einem Theaterprojekt in diesem Burschengefängnis. Diese Gefängnisse, das einzige österreichische Frauengefängnis und das Gefängnis für Jugendliche, also männliche Jugendliche, die sind nah beieinander, das sind keine 10 Kilometer. Deswegen durften die da auch, also machen die immer Kooperationen zwischen den jungen Männern und den jungen Frauen in der Mädchenabteilung. Und da habe ich eigentlich angefangen, da habe ich irgendwie eben von 2005, 2006 ein Theaterprojekt mit den Burschen gemacht, und daraufhin, und der Brigadier, der stellvertretende Anstaltsleiter, ist dann Direktor von dem Frauengefängnis geworden und hat mich dann eingeladen, dort das Theaterprojekt zu machen. Also sozusagen, das war schon das Folgeprojekt von der Arbeit mit den Burschen. Und danach war es auch nicht mehr, dann hat die Justizministerin, also wie ich angefangen habe beim ersten Projekt, war eine Justizministerin von der FPÖ damals, die war aber ganz okay, weil die hat sich nicht ausgekannt, die hat einfach den Beamtenapparat arbeiten lassen. Dann war eine SPÖlerin, die in der Tradition von diesem Christian Bruder, so ein legendärer Sozialdemokrat, der in den 70er Jahren in Österreich eben sozusagen als Justizminister dafür gestanden ist, für eine Gesellschaft ohne Gefängnis als Fernziel. Und das war eine enge Vertraute oder Schülerin von dem, Sozialdemokratin. Da konnte ich dann diesen Film machen in der Zeit. Und danach ist wieder eine ÖVP-Justizministerin gekommen, als wir dann auch den Film in die Kinos gebracht haben. Und die sind halt borniert und sinnlos und wollen eigentlich nur bessere Waffen für die Justizwachbeamten und alles andere Kasperlei mit den Gefangenen. Das brauchen sie nicht. Das war dann auch nicht mehr möglich, da ins Gefängnis zu kommen. Die zweite Frage war die Entlohnung, da hat sich gar nichts getan. Das Einzige, was es jetzt ein paar Mal gab, dass sozusagen Betriebe, die da
billig produzieren lassen, sondern ein bisschen öffentlich unter Druck gesetzt worden sind. Also dass Leute Kampagnen gab, die Leute gesagt haben, hier kauft es das nicht, das ist von Gefangenen Sklavenarbeit gemacht. Aber so viel ich weiß, ich bin aber, wie gesagt, meine Arbeit im Gefängnis ist jetzt auch 10 Jahre her. Ich bin da nicht sehr aktuell, aber hat sich da gar nichts getan und es gibt auch überhaupt keine Kampagnen und auch keine wirkliche Knastarbeit von außerhalb oder von einer Gesellschaft oder auch von einer Linken. Ganz ein bisschen hat das jetzt angefangen in den letzten 2 Jahren, dass wieder Leute eigentlich im Zug dieser Flüchtlingsbewegung sich darum gekümmert haben, was eigentlich mit den ganzen illegalisierten Leuten ist, die ja sowieso gar keine andere Möglichkeit haben, als ihren Lebensunterhalt irgendwie in der organisierten Kriminalität zu verdienen und dann im Gefängnis landen und mit denen zu arbeiten. Und aber das ist, da gibt es nicht wirklich, also es gab jetzt einmal Versuch, eine Gefängnisgewerkschaft zu gründen, aber das ist dann auch daran gescheitert, dass das ein einziger Gefangener war und wieder, der ist dann abgeschoben worden, dann war das wieder vorbei. Und die dritte, ja, zum Strafmaß, ich meine, das ist generell so, dass das schwierig ist zu beurteilen, weil natürlich jeder immer das Gefühl hat, selber ungerecht behandelt zu werden, aber ganz generell ist natürlich so, dass Eigentumsdelikte im Verhältnis zu jetzt Körperverletzungen extrem hoch bestraft werden, vor allem, weil das natürlich dann immer, wenn sich das häuft, wenn man dann das zweite oder dritte Mal das Gleiche macht, gibt es so eine ganz vage Verschärfung. Wenn man dreimal nur einen Ladendiebstahl hat, ist das schon irgendwie Wiederholungstat und dann wird das immens viel für eigentlich sehr wenig Schaden. Also das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiges Problem, dass Eigentumsdelikte im Vergleich zu anderen sehr viel höher bestraft werden, auch weil halt bei diesen ganzen Mord und Totschlag und so relativ schnell mildernde Umstände wegen den, also gerade bei den Frauen, die da schlagen ja nicht aus Vergnügen, also die zwei Mädchen da schon, aber üblicherweise sind Frauen, die wegen Mord im Gefängnis sitzen, haben meistens ihre Partner oder Lebensgefährten umgebracht und da gibt es zum Beispiel lange, also das sind aber Eskalationen für wirklich lange Gewaltgeschichten und das wird natürlich vor Gericht auch in Betracht gezogen. Also es ist nicht so einfach, wie Sie sagen, man muss wirklich die Fälle anschauen, aber ganz generell gibt es eine totale Unverhältnismäßigkeit in der Bestrafung von Eigentumsdelikten und es ist natürlich, das haben Sie ja da auch in Ihrer Kampagne festgestellt, es ist natürlich ein totales Dilemma, dass ganz viele von den Leuten im Gefängnis sitzen, weil sie eigentlich drogenkrank sind und denen überhaupt nicht ins Gefängnis gehören und eigentlich mit einer anderen gesellschaftlichen Drogenpolitik und einem Angang mit Drogen mal da irgendwie einfach gerade bei den ganz jungen Leuten irgendwie sicher mal ein Drittel überhaupt nicht keinen Tag einsperren müsste, wenn es nicht sozusagen die Art von total restriktiver und kriminalisierenden Umgang mit Betäubungsmitteln und euphorisierenden Substanzen gäbe, den wir da haben. Ja, vielen Dank für den interessanten Film. Ich habe eine Frage zu der Art und Weise, wie der gemacht ist, oder beziehungsweise, also mir schien, es gab ja zwei narrative Ebenen oder eben eine fiktionale und eine eher dokumentarische. Mir war jetzt, also ich habe den Eindruck gewonnen, dass die auch aufeinander bezogen waren oder dass es irgendwie sich so verhielt, dass die fiktionale Ebene auch das Dokumentarische nochmal gespiegelt hat, also dass zu einem gewissen Grade die Leute sich auch selbst gespielt haben oder sich wechselseitig gespielt haben, also dass irgendwie sozusagen das, was in den Interviews auftauchte, dann auch in den Inszenierungen nochmal wieder thematisiert wurde oder auftauchte, vielleicht auch in verfremdeter Art und Weise. Das wollte ich jetzt fragen, also kam das jetzt sozusagen durch die Montage so zustande oder wurde das auch in der Theaterarbeit selbst schon? Also in Wirklichkeit sind es drei Ebenen. Ach, zum drei. Einen ist sozusagen das, was diese Szenen aus dem Gefängnisalltag oft sind, das sind einfach Impros, die wir mit denen gemacht haben. Und das ist so das Grundprinzip auch meiner Theaterarbeit, dass ich sehr viel damit arbeite, mit den Leuten zusammen in Improvisationen Material und Geschichten zu erarbeiten oder zu schauen, also sich näher zu kommen irgendwie an einem Thema, das man bearbeiten will. Das heißt, das ist sehr oft von denen gekommen oder wir haben halt nur ein Thema vorgegeben. Wir haben gesagt, heute irgendwie Drogen im Gefängnis, macht's kleine Gruppen von 2, 3, 4, wie ihr wollt, geht's zusammen, überlegt euch was und spielt uns das vor. Also das war sozusagen die Arbeit
an in den Improvisationen, dass dann sozusagen diese, das ist irgendwie natürlich Theater, fiktiv, aber es sind sehr oft einfach reale Geschichten. Es war tatsächlich dann gerade in der Zelle ein Gewalt, dieses Problem mit dem Diebstahl, weil wie gesagt, also es waren immer Dinge, die sehr nahe aus ihrem Leben sind, oft nicht die, die es wirklich betroffen hat, aber sozusagen aus dem Alltag. Und dann gab es, das hat man dann an der Sprache gemerkt, teilweise Stücke aus dem Theaterstück, also oder wenn die tanzen üben oder diese Choreografien, also wo man tatsächlich dann den nächsten Schritt sieht, wo wir aus diesen Improvisationen dann eigentlich dieses Theaterstück erarbeitet und dann auch inszeniert haben. Also das ist dann, glaube ich, auch 7 oder 8 Mal gespielt worden in den beiden Gefängnissen und das Publikum konnte von außen dort auch einfach rein und die Gefangenen sind dann nach dem Schlussapplaus in die Zellen gesperrt worden und das Publikum hat noch im Gefängnis irgendwie ein Buffet gefeiert. Das war auch ziemlich pervers, aber also so ist es dann eben auch. Und die dritte Ebene, eben diese direkten Interviews mit den Frauen zu ihren Geschichten. Und natürlich gibt es Dinge, die, also da passiert was in der Impro und nachher im Gespräch fragt man, was ist das oder so. Aber im Endeffekt ist das natürlich so dieser enge Zusammenhang, dass wir thematische Blöcke, wo wir dann immer zu einem Thema dann aus beiden, was das rausgesucht ist, ist natürlich viel Montage und Verdichtung dann auf diese Themen, die wir dann aus diesem vielen, vielen Material rausgesucht haben. Darf ich noch was fragen, oder? Also erstmal danke für die Antwort. Und dann wollte ich jetzt sozusagen daran anknüpfend auch noch fragen, oder das ist eigentlich eine Rückfrage an das, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, und zwar irgendwie sozusagen, wie verhält sich eigentlich Ihre eigene Theaterarbeit auch zu dieser institutionellen Struktur, die Sie ja auch kritisieren wollen, weil also mir scheint das ja schon so zu sein, dass es ja auch einen gewissen therapeutischen Aspekt hat oder so, oder also dass man schon irgendwie sagen kann, es hat auch etwas, es ist jetzt nicht ganz sozusagen einfach nur das Gegenstück von Resozialisation oder so. Na, es ist gar nicht das Gegenstück, es ist total widersprüchlich und prekär die ganze Zeit, weil man ständig, also von, weil wir eben auch in diesem Double-Bind sind, dass irgendwie die Gefangenen wollen, dass wir ihnen irgendwie bitte in der Limonadeflasche Schnaps mitbringen und weil sozusagen die Anstalt will, dass wir irgendwie ihnen, also sie verraten, wenn sie dann diesen Schnaps getrunken haben oder wie auch immer, also man ist da drin. Und natürlich sind wir Komplizen von, also da kommt man gar nicht drüber hinweg. Es gibt eine ganz arge Geschichte, zum Beispiel, dass wir dann immer geschaut haben, wann können wir drehen, wann sind die Aufführungen, wie geht sich das aus mit den Terminen von unserem Team und auch von den Gefangenen, weil die ja manchmal Freigang haben oder dann haben sie wieder eine Verhandlung und werden woanders hingebracht und so, weil das einzige Frauengefängnis ist, also das ist auch ein Problem in ganz Österreich. Das heißt, Frauen, die 800 Kilometer weit weg am anderen Ende Österreichs in Vorarlberg leben, die müssen trotzdem, die werden kaum besucht, weil die eben dort in der Schwarzau, das ist so in der Wiener Neustadt, also 58 Kilometer von Wien, sind auch dort im Gefängnis, wenn sie längere Strafen haben. Und die werden dann aber zum Prozess wieder nach Vorarlberg gebracht, also sind dann oft nicht da. Und dann haben wir so immer Termine versucht auszumachen, wann wir wieder einen Drehtag haben können. Und dann hat der zuständige Beamte gesagt, naja, die eine hat da einen Prozess, aber das ruft er an und versucht den zu verschieben, damit wir da drehen können. Und das hat er dann gemacht. Und ich meine, die ist uns an die Gurgel gesprungen. Sie hat gesagt, seid ihr völlig deppert, was gewalt euch ein, dass ihr hinter meinem Rücken wegen eurem Scheißfilm meinen Prozess verschiebt. Irgendwie, weil ich, das ist vier Wochen haben sie den dann verschoben. Das sind 4 Wochen länger, wo ich drauf warten muss. Und wenn ich da freigesprochen werde, dann kann ich hier schon einen Freigang gehen, ihr seid das Letzte. Und es fällt einem natürlich, also das ist uns wie Schuppen von den Augen aufgefallen, und so, ja, was haben wir getan? Aber man ist eben, dieser Apparat funktioniert so und man ist ja, also man ist dauernd an der Kippe sozusagen, mit wem kollaboriert man. Und natürlich würde ich in einer normalen Theatergruppe in der Freiheit nicht über den Kopf einer Schauspielerin hinweg, wenn sie sagt, sie hat da keine Zeit, ihren Arzttermin verschieben, damit sie da kann, sondern das muss sie gewöhnlich selbst machen. Aber in dieser totalen Institution funktioniert das eben so und der hat das angeboten und gesagt, naja gut, soll er mal machen. Also so Dinge, wo man also wo tatsächlich ja Macht etwas ist, was immer die spüren, über die sie ausgeübt werden und diejenigen, die Macht
ausüben, spüren sie nicht oder viel weniger, also und nicht schmerzhaft, sondern das ist dann angenehm. Und die Tatsache, dass man sozusagen in einer Institution ist, die über die Leute, mit denen man arbeitet, extreme Macht hat und dass man an der auch irgendwie partizipiert in irgendeiner Weise, ist etwas, was man wirklich immer wieder auch durch Empathie und Reden sich vor Augen führen muss. Also das, glaube ich, ist sehr verführerisch, das aus dem Blick zu verlieren. Und das ist auch tatsächlich die Gefahr für Leute, die da lange arbeiten und abstumpfen, dass sie das aus dem Auge verlieren, welche extreme Macht sie da über andere Menschen haben und was sie damit tun. Und es sind sehr wenige Justizwachbeamtinnen, die Angebote für Supervision und so annehmen. Also wirklich wenige, vielleicht 10 oder 15%, obwohl es die gibt. Also es gibt Supervision für Justizwachbeamtinnen auch, über das zu reflektieren, aber das ist irgendwie verpönt. Das gehört, passt nicht so gut zu einem coolen Job, den man da macht. Danke für die Antwort. Ja, ich würde gerne an die erste von den beiden Fragen eben gerade anschließen, auch nochmal mehr über dieses filmische Verfahren erfahren. Und zwar kann ich vorab sagen, ich mochte diesen Film sehr, ich mag diesen Film sehr. Ich weiß aber gar nicht so sehr, warum er diese Wirkung bei mir erzielt. Also warum nimmt mich dieser Film so sehr für ihn ein? Und ich hatte überlegt, das hängt vermutlich mit den Masken zusammen. Und jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen und meine soziologische Herkunft nochmal durchblicken lassen. Es gibt ja eine ziemlich bekannte, einen Klassiker von dem kanadisch-jüdischen Soziologen Irving Goffman, der eine sehr tolle Beschreibung über totale Institutionen geliefert hat. Er hat sie in der Psychiatrie vorgenommen, aber natürlich auch auf das Gefängnis übertragen. Und so den allerzentralsten Effekt, den er beschreibt, ist, dass Inhaftierte, die ins Gefängnis kommen, erstmal einen Prozess der Diskulturation durchlaufen, also gewissermaßen ihre soziale Identität verlieren, ihre Rollensets verlieren, die sie sozusagen außerhalb in der Gesellschaft ganz selbstverständlich irgendwie wahrnehmen können. Und jetzt ist es so, dass diese Masken ja im Prinzip auch etwas ganz Ähnliches tun. Also sie anonymisieren ja gewissermaßen auch die Darstellerin, sage ich jetzt mal, und also nehmen gewissermaßen auch die soziale Identität weg. Es gibt im Film einen Hinweis darauf, warum das geschieht, nämlich dass man sie möglicherweise nicht mehr erkennen soll, wenn sie wieder nach der Inhaftierung in ihre bürgerliche Existenz zurückkehren. Und Sie haben jetzt eingangs gesagt, die können in diesem Theater spielen, so ihre, sich mal auch so von ihrem Identitätszwang lösen. Und ich hatte aber eine andere Erklärung dafür. Also meine Idee war, dass diese Masken eher dazu führen, dass diese Darstellerinnen sich ermächtigen können, quasi in diesem theatralen Probehandeln ihre sozialen Rollen quasi wieder aufzubauen. Also indem sie sich beispielsweise reflexiv zu dem verhalten, warum sie im Gefängnis sind, was sie getan haben, und dass diese Masken genau diesen Effekt erzielen. Also gar nicht sozusagen eine Emanzipation von ihren Identitätszwängen, die sie haben, sondern eher quasi eine Art Empowerment-Strategie, obwohl sozusagen dieser Anonymisierungsprozess, den man halt im Gefängnis durchläuft, durch diese Masken ja irgendwie als Erzählstrategie verdoppelt wird. Und irgendwie hatte ich aber den Eindruck, dass hier geschieht genau das Gegenteil. Und ich hänge sozusagen immer noch an diesem Verfahren, mit diesen Masken zu arbeiten. Ja, also ich sag mal, ich bin mir auch nicht ganz sicher, was da dann im Endeffekt passiert ist. Ich sag mal, was so ein bisschen das Kalkül war, als wir dieses Konzept gemacht haben. Also es war ganz klar, wir wollen erstens keinen Film, der sozusagen klischeehaft Gefängnis erzählt, irgendwie lange Gänge, irgendwo fallen Türen ins Schloss, der Regentropfen rennt am Fenster, ein Foto vom Kind im Spind und irgendwie eine Träne im Auge. Das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen alles vermeiden, was irgendwie sozusagen in der filmischen, also auch rein filmisch jetzt im Bild und in der Inszenierung einen Abstand zu mir selber herstellt. Also alles, wo sozusagen dann auch die Gänge und die Räume, und also wir haben ja auch lauter Räume zum Drehen ausgesucht, die relativ normal sind. Also
normales, also keine Gitterfenster und all das, was sozusagen Gefängnis sagt, haben wir ein bisschen weggelassen. Es sind halt diesen Arbeitsräumen, wo die arbeiten und dieses Theater. Und es war total wichtig, dass man sagt, wir wollen, dass die Bilder einem nicht die Möglichkeit geben, dass man schon beim Anschauen sich immer denkt, ach Gott sei Dank muss ich dort nicht sein. Weil das ist sozusagen dieser Effekt dieses sozialpornografischen Voyeurismus, der mir immer sagt, schau, denen geht so scheiße, und implizit kann ich sagen, zum Glück geht es mir ja nicht so scheiße, sondern sozusagen zu sagen, wir kommen da zwar in eine Gesellschaft von Leuten, die wir nicht kennen, das ist fremd, das ist anders als das, was wir meistens leben, aber es ist nicht schierer und grauslicher und irgendwie, es ist nicht total anders. Und dann war die Idee, also es gibt einen realen juristischen Grund, dass man Leute nicht erkennen darf. Dann war halt die Überlegung, wie gehen wir jetzt damit um? Also wie machen wir, ah ja, und das, die zweite Vorgabe war zu sagen, wir versuchen Gefängnis vor allem als sozialen Raum zu erzählen. Also es interessiert uns nicht die Architektur und all das, was man dann ja so finden kann, irgendwie das Panoptikum und alles, was man da so erzählen kann, sondern es interessiert uns tatsächlich Gefängnis vor allem als soziales Ereignis zwischen den Leuten, die dort drin sind. Und eben das war verboten, die zu zeigen, und dann gibt's halt, kann man entweder Streifen über die Augen machen oder man sieht die Leute nur von hinten oder macht Interviews und lässt es dann von Schauspielern nachspielen. Und die Idee war halt, dass wir auf jeden Fall die sehen wollten und dass wir eine Möglichkeit finden mussten, sie zu verfremden, sodass sie sozusagen nicht erkennbar sind. Und das hat bei manchen Maxen extrem gut funktioniert. Also diese Frau mit der Glatze, die haben einen ganzen Vormittag gefilmt, dann sind wir Mittagessen gegangen und dann hat sie ohne Maske in dieser Küche, also bei dem Beamten Mittagessen-Salon da, dem Kameramann die Suppe serviert und ihn angelächelt, und der sagt, warum lächelt die so? Ich sage, das ist die, die du jetzt gerade 3 Stunden vor der Kamera hattest. Also das ist schon, das funktioniert schon richtig gut. Nicht bei allen Masken, aber prinzipiell funktioniert das, dass man die nicht erkennt. Also wenn einer von denen bei Ihnen an der Tür klingelt, werden Sie nicht wissen, dass das die ist, die sie im Kino gesehen haben. Und dann war halt die Idee, dass sozusagen die Darstellung sie schöner machen soll als die Wirklichkeit und nicht schierer. Und das ist, glaube ich, auch ganz, also sozusagen ein wichtiges Kalkül gewesen. Und die dritte Assoziation war sozusagen, dass es ja sozusagen 2 Erzählungen von Verbrechen gibt, die der Bild-Zeitung oder des Boulevards, wo das immer schrecklich und fürchtig und sensationell ist und die Verbrecher sind das Letzte. Und dann sozusagen die des Dramas, und wir haben ja da eine neue Version von Medea eigentlich erfunden, wo die Verbrecherinnen die großen Heldinnen sind im Kanon des klassischen Theaters, ja. Und wir haben gesagt, das nehmen wir jetzt, also wir nehmen Medea als Vorbild und nicht irgendwie die Räuberin aus der Bildzeitung, aus dem Bildzeitungsbericht. Und das kommt, glaube ich, alles zusammen. Daher kommt so ein bisschen dieses Konzept, also das, ich sage mal, nicht nur die Masken, auch das Licht und diese tiefenschärfe Geschichten, dass man gesagt hat, wir wollen dann aber doch noch spüren, dass da andere Frauen auch sind und die müssen dann immer unscharf sein. Und da haben wir ziemlich lang, also der Kameramann und ich, da haben wir wirklich ziemlich lang herumgetüftelt, wie das optisch funktioniert, dass man das erfüllt. Das waren so die Dinge. Und dann haben wir dieses Konzept gemacht. Und dann beim Filmen und beim Wiederanschauen sind uns ein paar Sachen aufgefallen, die ich dann ganz überraschend fand. Das erste ist, dass es uns schon beim Dreh so gegangen ist und noch mehr beim Schnitt. Und ich finde, ich weiß nicht, können Sie mir dann noch sagen, ob es Ihnen auch so gegangen ist, dass es am Anfang ein bisschen befremdlich ist, dass die so komisch geschminkt sind, aber irgendwann ist es mal, nach 10 Minuten ist man in den Kosmos und die Menschen schauen halt so aus und es fällt einem gar nicht mehr wirklich auf, sondern die sind halt so. Und das ist so, wie wenn man als Weißer das erste Mal auf einer afrikanischen Party sind, dann braucht es 5 Minuten, sind alle schwarz, es ist irgendwie komisch und danach ist es halt nicht mehr komisch, sondern man ist in einer Gesellschaft von Menschen, die so ausschauen. Und ich finde, das funktioniert ganz gut, dass sozusagen diese Verfremdung individuell verfremdet, aber irgendwann wird sie dann im Laufe des Anschauens normal. Und das war dann teilweise andersrum, wenn wir danach, wir haben eben Drehtage gehabt, wo sie immer geschminkt waren, und danach haben wir diese normalen Theaterproben gehabt, wo wir ohne Kamera waren und nicht. Und teilweise haben wir dann irgendwie, es war dann der Effekt andersrum, dass wir zur Theaterprobe gegangen sind und gedacht haben, ich hätte sie jetzt fast gar nicht erkannt ohne Maske, weil ich schon dann auch im Schnitt war und die ganze Woche die geschnitten habe mit den Masken, und dann komme ich hin und sehe die ungeschminkt und erkenne sie kaum mehr. Ja, und dann hat es aber eben, glaube ich, diesen Effekt tatsächlich,
sie so in ihrer Ambivalenz zu dieser Identität, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass es diese narzisstische Kränkung wegnimmt. Also diese Maske verbunden mit dem Theaterspielen ist einfach nicht dieses Festgenageltwein auf du bist der Mensch, der ein Problem hast, sondern du bist jetzt ein Mensch, der mit anderen spielt, der sich davon freispielt. Du bist nicht jemand ganz anders, es geht um deine Geschichte und das, was du erlebst und was du denkst und was du fühlst, aber du musst dich nicht da hineinstellen in diese ganze belastete Geschichte von Schuld und Tat und Verantwortung und Krankheit und muss mich bessern und muss mich reuen und muss immer alles anders machen. Also, sondern man kann da einfach irgendwie wen spielen und zwar aber sich selber, aber nicht als sich selbst sozusagen. Und ich glaube, diese Doppelung hat dann vielleicht das, was Sie da auch jetzt gemeint haben, sozusagen produziert, dass das in eine ganz seltsame Schwebe geraten ist, irgendwie, wer bin ich, was erzähle ich, was sage ich? Und was anderes, was ja vielleicht auch noch wichtig ist, dass ja in den Interviews ist es ja eher noch so, diese Situation auch wie im, also wie dieser ganze Justizapparat ist ja ein dauernder Zwang zur Rede und man muss erklären, wer man ist und was man getan hat und wem man es getan hat und was man in Zukunft tun wird und wo man herkommt und warum man als Kind schlecht behandelt war und sozusagen das, was eigentlich auch sehr gut ist, dass es sozusagen mildernde Umstände gibt, ist aber auch ein Zwang, die ganze Identität offenzulegen. Es wird ja eben nicht eine Tat beurteilt, sondern ein ganzes Konglomerat von Umständen und Bedingungen. Und das ist ein irrsinniger Zwang zur Selbstdefinition und Selbstrechtfertigung. Und den nimmt das einfach ein bisschen weg, weil sie eben eigentlich Kunstfiguren sind. Und das hat dann einen total absurden Effekt, dass sie als diese Kunstfiguren dem, was sie tatsächlich bewegt und berührt, viel näher kommen können, als wenn sie sozusagen reden würden, aus ganz juristischen Gründen, weil keine sich hinstellen sagen kann, ich habe gestern gekifft und die Orde hat mich verraten oder wollte mich verraten, ich habe sie dann auf die Goschen gehört und hat sie mich doch nicht verraten, das kann man nicht sagen im Gefängnis, ja, hat man gleich wieder eine neue Strafe, aber man kann es spielen und aber auch in einem viel tieferen Sinn, dass man sozusagen einfach sich losspielt von dem, also ich kann mein Problem spielen, ohne dass jemand weiß, dass es mein Problem ist. Und das macht irgendwie eine total heilsame Schizophrenie zwischen der Darstellung dessen, was ich bin und dem, was ich vielleicht sein möchte und dem, wofür mich die anderen halten. Zwischen diesen also wir sind ja sowieso immer ein Selbstbild und ein Fremdbild und ein Wunschbild und das wechselt ja, wofür man sich auch selber hält und was man glaubt, dass die anderen von einem halten. Und in dieser Vielheit von Entwürfen ist die Tatsache, dass das wirklich Theater ist, befreit einen davon, von dem Zwang, sich auf eine dieser Rollen irgendwie so festlegen zu müssen, glaube ich. Also ich glaube, das war dann der Effekt in den guten Momenten, nicht immer und nicht für alle, aber in den guten Momenten von der Arbeit. Ja, ich mache nochmal eine Frage. Ist noch Kontakt da mit den Frauen aus dem Gefängnis? Sind die raus? Sind die wieder reingekommen? Wie haben sie das selbst reflektiert? Haben sie sich später nochmal getroffen? Das würde mich auch nochmal. Also ich glaube, es war ganz wichtig, dass in dem Jahr, also wir haben anderthalb Jahre mit denen gearbeitet und dann waren nochmal anderthalb Jahre, wo der Film erst auf dem Festival und dann in den Kinos und dann auch im Fernsehen gelaufen ist. Und in dieser ganzen Zeit haben wir zu allen, mit denen wir Kontakt haben konnten, Kontakt gehalten. Auch einfach, weil wir, ich glaube, ein Drittel der Einnahmen gehen laut Vertrag an die Mädels. Und wir haben es halt versucht und ich glaube, es war einfach schon diese ersten anderthalb Jahre auch, sind dann bis auf eine alle in der Zeit auch irgendwie rausgekommen. Manche, diese Brasilianerin, haben wir natürlich einfach aus den Augen verloren. Da haben wir Kontakt gehabt und da waren wir tatsächlich so ein super Resozialisierungsprojekt, weil das sagen ihnen auch, also oder so ein Auffangprojekt, weil das ist natürlich, da ruft halt eine an und sagt, du, ich habe überhaupt kein Geld und die sowieso, die ich im Gefängnis kennengelernt hat, hat mir gesagt, wenn ich jetzt nach Tschechien fahre und einen Koffer hole, kriege ich 5000 Euro, soll ich das machen? Und ich so, nein, komm, hol dir 300 Euro bei mir, was du gerade brauchst. Aber das ist dieser Effekt auch, also sozusagen der Sozialisierung ins Verbrechen vom Gefängnis, weil man da halt dauernd mit Leuten zusammen ist, von morgens bis abends, die auch irgendwie Blödsinn, wie sie sagen, anstellen und das ist dann normal und das sind dann auch die einzigen Freunde, die man noch hat, wenn man da mal 2-3 Jahre drin war und wenn die dann, wenn man rauskommt, blöde Vorschläge machen, ist man da schnell mal dabei. Und da haben wir halt einfach wirklich so ein Empowerment gemacht, weil die sind dann auch mit diesen geschminkten Gesichtern halt irgendwie
bei Podiumsdiskussionen aufgetreten und dann sind die plötzlich mit Richtern auf einem Podium gesessen als Gefängnisexpertinnen oder mit Soziologen und haben dann diskutiert. Und das war natürlich schon super, dass man sozusagen ihre Erfahrung an einem ganz anderen Medium jetzt ernst genommen hat und dass sie eben auch in diesen ersten anderthalb Jahren uns auch hatten und sozusagen unsere ganze Crew, wir sind ja da so 10 Leute mit den Maskenbildern und Kamera und Licht und Ton reinmarschiert, die sie halt ansprechen konnten. Und da war irgendwie ein bisschen ein Netzwerk und sie sind eben nicht rausgekommen, weil die, also das ist auch sozusagen, die rückfällig werden jetzt mal unabhängig, also außer diesen Drogen, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber das hat oft viel mit dem ersten halben Jahr zu tun. Also wie man diesen Bruch, dass man jetzt wieder traut. Im Gefängnis ist das ja auch normal, dass man im Gefängnis ist. Man ist ja dort und wenn man rauskommt, muss man das dauernd verschweigen und man muss heimlich tun und das darf eigentlich keiner wissen. Und sobald das erfahrt, verliert man den Job und wird man blöd angeschaut oder... Also die eine hat dann einen Freund gefunden und wie die Eltern erfahren haben, dass sie im Gefängnis waren, haben die Eltern von dem Freund jetzt den Kontakt abgebrochen und solche Dinge sind total normal und damit muss man sich am Anfang total arg herumschlagen und dafür war es, glaube ich, ganz gut, dass sie sozusagen in diesem Projekt über uns da so ein bisschen Rückhalt hatten. Und dann haben wir ein bisschen den Kontakt verloren, aber ich habe immer wieder, bin ich Einzelnen begegnet und ich habe jetzt auch gerade irgendwie vor 4 Wochen die Hauptdarstellerin hat auf Facebook mir geschrieben, dass sie jetzt wieder drin ist und die Beamtin spielt ist auch wieder drin, weil das eben diese Drogenmädchen sind und das ist einfach, also das ist irgendwie unvermeidbar, dieser Sucht, also weiß ich nicht, Heroin-Sucht ist einfach eine Bedingung, die dafür sorgt, dass man da sehr schnell dauernd rein und raus und rein. Also wenn man Heroin nimmt und arm ist, reiche Leute können sich das wahrscheinlich anders regeln, aber arme Leute, die Heroin nehmen, sind potenziell immer mit einem Fuß im Gefängnis. Ja, und so haben wir einige von den Biografien quasi mitverfolgt. Nicht alle, manche sind auch ganz verschwunden, von habe ich nichts mehr gehört, aber ich würde sagen, so die Hälfte, also ich habe eigentlich von allen in den ersten anderthalb Jahren zu den allen immer einen Kontakt gehalten und danach sporadisch gibt es einige, mit denen habe ich E-Mail oder Facebook-Freundschaften und kriege so ein bisschen mit, wo die sind und was die machen und manche sind ganz verschwunden. Da war noch irgendwie eine Frage. Sie wollten was fragen? Dankeschön. Also erstmal auch danke für den Film. Es ging so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Mich hat das mit den Masken irgendwie auch bewegt und ist auch super viel irgendwie gefühlt angekommen. Und ich habe mich also sozusagen, die eine Frage ging ein bisschen so in so eine Richtung, weil es eigentlich keine Frage, aber so intuitiv hätte ich erstmal gesagt, dass wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, vielleicht was spielen zu können, dass ich vielleicht auch erstmal gar keinen Bock gehabt hätte, sozusagen das zu spielen, womit ich eigentlich meinen ganzen Tag schon verbringen muss. Und deswegen fand ich das irgendwie spannend zu sehen, wie das so gelöst wurde. Und dann habe ich mich aber gefragt, also gerade wenn die Frauen dann auch aus dem Gefängnis gekommen sind und vielleicht diesen, also haben sie davor den Film schon quasi als so Gesamtwerk gesehen, also während sie noch im Gefängnis waren oder wie war quasi da irgendwie auch so ein Sehmoment oder vielleicht auch ein gemeinsamer Sehmoment? Also wir haben natürlich, bevor der Film irgendwie draußen gelaufen ist, den mal allen Gefangenen des ganzen Gefängnisses gezeigt und auch mit denen diskutiert. Und es gab aber keine Einwände, also keine von denen hat irgendwie, also alle, die damals noch im Gefängnis waren, sind eigentlich schon auch während der Arbeit einige entlassen worden, die dann gar nicht mehr da waren. Ja, und ich glaube, es hat... Also die Arbeit hat den allen getaugt. Jetzt auch ganz einfach, weil es halt einfach auch macht einfach auch Spaß, eine schöne Arbeit. Ja. Also jetzt unabhängig davon, dass es, ob es gute oder schlechte Effekte hat, ist einfach Theaterspielen und Filme machen irgendwie eine lässige Beschäftigung. Also. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Ich hätte eine Frage, wie kam es zu dem Titel Gangster Girls und wie steht er vielleicht in diesem Spannungsfeld, das Sie am Anfang beschrieben hatten? Ja, also der Titel, da haben wir lang diskutiert im Team, weil meine Produzentin und meine Katerin und so, die waren alle damit überhaupt nicht glücklich und ich habe aber darauf beharrt. Es ist ein bisschen, es hat angefangen mit diesem Mädchen, die mit der Glatze, die gesagt hat, wir sind so kleine Verbrecher, eigentlich sind wir so richtige Verbrecher. Und das war eine Überlegung. Die zweite Überlegung war, dass halt
dass ich das mir irgendwann eingefallen ist, dann habe ich das irgendwie gegoogelt und das gab es nicht. Also gar nichts, gab gar nichts mit Gangstergirls, und mir gedacht habe, boah, ja, also das ist halt auch schon so, dass sozusagen in den österreichischen Gefängnissen Frauen noch seltener sind als in den als Universitätsprofessoren. Da sind sie, glaube ich, 7 oder 8% inzwischen, aber im Gefängnis sind nur 5% der Gefangenen Frauen. Also Kriminalität ist sowieso schon irgendwie eher männlich dominiert. Und das und ich habe das dann irgendwie im Sinn auch eben von Medea, dass wir sagen, wir machen ein Stück, wo die Hauptperson, also Medea war natürlich auch eine Wahl, Medea als Stück zu, also als Fabel für ein Stück zu nehmen, war natürlich logisch auch, weil das sozusagen der verfemteste Tatbestand im Gefängnis ist, Kinder umzubringen. Das sind die ganz bei den Frauen, die ganz, ganz, ganz unten, die, mit denen keiner reden will und keiner in der Zelle sein will und so, das sind die Kindermörderin, und das haben wir gedacht, mach mal ein Theaterstück, wo die Hauptperson eine Kindermörderin ist, genau deswegen. Und sozusagen diese Idee, das umzudrehen, dass man halt sozusagen, jeder Gangster-Rapper findet es cool, Gangster zu sein, und nachdem es das als Mädchen scheinbar nicht gibt, hab ich dann diesen Titel sehr mögen. Ja, und die Mädels waren, also zwei von den älteren Damen, die so ungeschminkt ihre Geschichte erzählt, die hat das deppert gefunden, weil sie halt auch kein Girl mehr ist. Aber die Girls haben sich damit schon identifiziert. Ist das ungefähr die Antwort, oder gibt es da noch irgendeine? Beantwortet das Ihre Frage? Es nimmt ja dann wahrscheinlich damit auch diese Identität auf, die dann eher von der die von den Insassen gefordert wird, oder? Also das hat ja auch einmal eine Frau ja gesagt, nach außen diese coole Maske zu tragen, aber innen sozusagen leidet sie darunter. Ja, das ist halt wie alles prekär und widersprüchlich, weil natürlich ist sozusagen der Druck unter den bei Männern noch viel, viel, viel schlimmer. Also bei den Frauen ist es mehr horizontal und sind Gruppen und diverse, aber in den Männergefängnissen, in denen ich gearbeitet habe, ist meine Erfahrung, dass es immer extrem rigide Hierarchien gibt und sozusagen der Anpassungsdruck in der Peer Group auf der jeweiligen Abteilung extrem ist. Also da ist man sofort unten durch und wird zur Not auch vergewaltigt oder was, wenn man nicht sozusagen dem Code, dem moralischen Code, der da herrscht, und der ist eben meistens Affirmation von cool sein, Stuhlhorn, sich mit Gewalt durchsetzen, irgendwie coole Verbrechen machen, eben auch Vergewaltigung und so ist uncool, aber irgendwie Raub, Mord, kommt drauf an, wie man umgebracht hat, aber sozusagen in einem ordentlichen Gefecht einen Rivalen niederstrecken, ist natürlich ehrenwert und so. Also irgendwie, und das muss man da viel mehr affirmieren als unter den Frauen, aber natürlich ist das prekär, weil zum einen ist es natürlich auch total verlogen, wenn sie alle da reinkommen und in der Therapie sitzen, in der Gruppentherapie, alle irgendwie sagen, wie schrecklich das ist und wie sehr sie das bereuen und dass sie das nie wieder tun und wie konnten sie nur, weil das ist nicht ihre Wirklichkeit und sie sind draußen und sie finden das natürlich, wenn sie es tun, oft auch cool oder tun das halt, also sozusagen diese, also ich glaube, in so einer Vielheit von Bewertungen dessen, wer man ist und was man tut und sozusagen diese sich freistrampeln von dem, dass einem wer anders sagt, was man davon zu halten hat, wer man selber ist, das ist ja sozusagen sowieso ein menschliches Problem, aber das ist dort halt ganz extrem, dass man ganz wenig, dass man keine Chance hat, sich eine Subkultur zu suchen, die dem, was man vielleicht sein will, entspricht in einer Vielheit von Subkulturen, sondern man hat nur entweder die Institution oder die Mitgefangenen und die sind beide total rigide. Und da war halt die Idee, dass man dann, wenn unser Titel, dann wird er das eher, wird er sich eher auf die andere Seite schlagen, als sozusagen auf die der Institution. Wie hoch war denn der Anteil der Frauen, die nicht mitmachen wollten bei dem Theater- oder Filmprojekt? Es war andersrum, es durften, weil wir haben ja eben, es war eine Kooperation mit dem jungen Gefängnis und diese Friseursalon, wo die geschminkt wurden, das ist in dem Burschengefängnis. Und das heißt, es durften nur 5 Burschen sein und nur 7 Frauen. Also es war sozusagen auf 12 begrenzt und eigentlich gab es einen irrsinnigen Antrag. Und es war natürlich auch wegen mit den Burschen, dass die Jüngsten, also wir haben eine Mädchenabteilung oder für Mädchen und junge Frauen, und die waren mal in erster Linie eingeladen. Und wenn da nicht,
wenn da nicht 7 waren, dann die durften, also es durften auch welche, die bestimmte Delikte hatten, durften, welche, die zum Beispiel mehrmals aufgefallen sind, dass sie Drogen geschmuggelt haben ins Gefängnis, die durften schon gar nicht bei der Theatergruppe mitmachen, weil sie gesagt haben, die kommen da also mit uns in Kontakt und das ist zu gefährlich. Also das Gefängnis hat sozusagen auch eine Auswahl getroffen und der Antrag wäre viel größer und sobald eine entlassen worden ist, waren sofort 2, 3, die auch wieder da in die Gruppe wollten. Also es gab, also es war ja ein freiwilliges Angebot und die waren alle ziemlich scharf darauf, dass sie da mitmachen. Eben, weil es ist ja auch einfach langweilig dort, es ist Fahrt und man ist urfroh, dass was ist. Und man ist eben urfroh, die gehen ja dann auch alle dauernd zu diesen Seelsorgerinnen, obwohl keine irgendwie besonders gläubig ist, einfach weil da ein Mensch ist, der nicht zur Institution und nicht Mitgefangener ist, außer der eigenen Familie, die kommt und wo man einfach ganz normal einmal irgendwas sagen kann, was nicht gleich irgendwo irgendwie gegen einen verwendet wird. Und insofern ist da, glaube ich, jedes Angebot, eine Bekannte von mir hat dann auch aufgrund des Filmes angefangen, dort eine Germanistin, einen Literaturkreis zu machen, wo sie mit Frauen Texte liest und auch so einen Schreibkurs oder Schreibworkshop. Und der ist auch gut besucht. Einfach weil die Frauen irrsinnig froh sind um jedes Angebot, wo wer von außen kommt, der so nicht Teil der Institution ist. Herr Günther, also wie sieht's aus von der Zeit? Eigentlich sind wir ganz gut, ne? Wir müssen. Oh, die nächsten 5 Minuten müssen wir aufhören. Ja, aber wenn es keine Fragen gibt, dann können wir das auch an dieser Stelle beenden. Ich habe eine Information unterschlagen, die mir Tina Leisch auch unterschlagen hat. Nämlich Tina Leisch ist Frau des Jahres 2017, habe ich herausgefunden. Was von ist den, denn das? Von den zum Weltfrauentag, ne? Internationalen Tag der Frau, gekürt 2017 und mit dieser Frau werde ich jetzt essen gehen und wer möchte, kann sich gerne anschließen. Wir gehen zu dem Vietnamesen im Bahnhofsviertel, Lam Frère heißt der, ist ein kleiner Tisch, aber wer möchte und das Gespräch gewissermaßen verlängern möchte, ja, ist herzlich eingeladen, mitzukommen. Ich mache vielleicht noch kurz Werbung. Ich habe ein paar DVDs auch von meinen anderen Filmen dabei, die man da kaufen kann. Ich weiß nicht wo, bei mir wahrscheinlich werde ich jetzt da mit dem Bauchladen draufstehen. Also falls Sie sich interessieren für diesen Film über den salvadorianischen Dichter oder über die Burschen in Wien, das gibt es irgendwo. Also ich glaube, von jedem Film habe ich 3, falls das wer haben will. Und ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Geduld. Und Ihnen für die schöne Projektion. Ich habe mir den Film heute ausnahmsweise ganz angeschaut, weil er so schön ausschaut, wenn er aus 35 ist. Es ist ja, es ist wirklich ganz was anderes als eine digitale Projektion. Dankeschön für die schöne Projektion und Ihr Geduld.